Hey Leute, ich habe ja bereits in meinem Comeback-Video erwähnt, dass ich auf meinem Channel auch mal Content bringen will, der nichts mit Gaming zu tun hat. Und ja, jetzt ist es soweit. Kennt ihr das? Es ist die erste warme Sommernacht des Jahres. Ihr sitzt gemütlich draußen an einer Feuerstelle auf einem Liegestuhl. Trinkt genüsslich ein kaltes Bier, habt Spaß mit euren Freunden, falls ihr welche habt. Und dann, während ihr der Sonne dabei zuschaut, wie sie mit einem letzten orange-roten Licht untergeht und euch denkt, schöner kann es fast nicht kommen. Kennt ihr? Wunderschön nicht. Und dann auf einmal hört ihr dieses Geräusch. Und ihr wisst einfach, okay, das Wunderschöne an dem Abend ist vorbei! Ja, das heutige Video geht um Schnaken. Und zwar nicht die zoologischen Schnaken, sondern die umgangssprachlichen. Und ich muss von vornherein sagen, dass ich eigentlich alle Tiere mag, aber wenn ich dieses Geräusch höre, dann bin ich auf 180. Und ich sag ja immer, ein vernünftiges Zusammenleben beruht auf Respekt. Das habe ich auch mal versucht, an Schnake zu erklären. Aber dieses verfickte Drecksvieh hat mich abgestochen. Was ist das für ein Umgang? Müssen ja unbedingt eine Substanz in die Haut injizieren, auf die der Mensch hochgradig allergisch reagiert. Übrigens, alle stechenden Schnaken sind weiblich, ganz wichtig, weil die männlichen Schnaken dafür einen zu kurzen und schwachen Rüssel haben, lol. Und die Proteine im Blut auch gar nicht brauchen. Warum ich das erzähle? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich einen mega unlustigen Joke bringen, aber der ist mir irgendwie während dem Scriptschreiben entfallen. Verantwortlich für die Stiche bei Menschen ist jedenfalls die Gelbfiebermücke, auch gut bekannt als Stegomyia aegypta. Die Ägypter mal wieder, danke Tutanchamun. Diese Gelbfiebermücke findet potenzielle Würde durch den Geruch von Milchsäure, also dem menschlichen Schweiß. Super, dass diese Kackviecher dann auftauchen, wenn es tagsüber mehr als 35 Grad hat und man am Tag beim Nichtstun sich ein halbes Schwimmbad voll Schweiß aus den Poren drückt. Beim Biss initiieren die Schnaken ein Protein, das die Blutgerinnung verhindert. Ist ja schön und gut, dass diese verräterischen Flügelflattler sich darum kümmern, dass ich nicht direkt verblute, aber wenn ich mir diese dumm juckenden Stellen aufkratze, dann fließt auch Blut. Ihr Schnaken habt indirekt Blut an den Händen. Dagegen könnt ihr nichts machen. Alleine in Europa sind vergangenes Jahr 17 Menschen an von Stechmücken übertragenen Viren gestorben. 17. Das sind fast dreimal so viele, wie weltweit Menschen an Haien jedes Jahr sterben. Und durch Malaria, was auch von Stechmücken übertragen wird, sterben nochmals deutlich mehr Menschen. Und dazu kommen noch Abermillionen von Menschen, die sich aufgrund dieser höllischen Kackstiche von diesen blutsaugenden Pissern in den Suizid stürzen. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich auch bald einer von denen.